Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Wieder im Tiny Tina DLC und wieder mit dem guten Gamerwood. So, falls etwaige Satz- oder Wortabbrüche kommen, bitte nicht aufregen, es liegt an Discord. So, und ich dachte, ich starte mal von diesem Schild hier vorne, von dem Schild von Flame Rock Refuge. So, kurzer Tipp, entweder ein Grenade Jump oder wenn es geht, ein Rocket Jump. So, wir machen jetzt wie folgt, erstmal eine Aufgabe abgeben und die Kekse hier sammeln. Die habe ich nämlich auch nicht vergessen. Ah, warte. Erstmal muss ich ja die noch anwählen, die ich noch abgeben will. Ach ne, das ist ja irgendwo auch da hinten, ne? Und ich bin dumm. Kannst du mal bitte einfach in den Wald reißen? Das wäre prima. Bin hier an einer nicht so günstigen Position gelandet. Oh, aber das kann ich mal screenshotten. Das ist ganz lustig. Muss ich mal nachher noch bei Steam hochladen. Ist interessant, wie manche Map-Bilder ihre Maps erstellen. Kannst du nachher mal sehen. Das ist interessante Aussicht. Aber sehr ungünstige Position zum Landen natürlich. So, the forest. So. Ja, dann können wir ja sowieso das hier machen. Weil wir wissen ja, wo der Baum ist, der Gedönse. Ach, keine Ahnung. Oh, Mann, ich bin ziemlich dicht am Mikro. Entschuldigung. Ihr typischer Gamer, immer zu dicht am Mikro mit dem Kinn, ne? Man kennt ihn. Autsch! Also. So, danke fürs Anschlagen. Na toll, das hat nicht gereicht. Da bin ich gegen irgendwas anderes gekommen. Könntet ihr mich mal bitte schlagen, Gegner? Danke. Hallo, du vielleicht? Oder du? Da ist ein Medium. Das und das kann ich. Weil ich es nicht gebrauchen, außer für Geld mache. Und mein Iridium ist fast auf 200, habe ich gesehen. Im Augenwinkel. So, er gibt mal eben bei dem Baum die Aufgabe ab. Hallo, Frau Baum. Da brauche ich nicht extra mitgehen. Zumindest denke ich das mal. Hat sie nichts mehr gesagt? Nur im üblichen Spruch. Nicht gerade sehr redselig. Okay. Die Kekse. Und es ruckelt wieder. Es tut mir leid, Leute. Ich habe wieder grandioserweise was vergessen, natürlich. Man kennt ihn ja. Oh Mann! Der geht! Option? Grafik? Nee, es läuft alles. Nein. Ich will nicht ruckeln. Nee, ruckelt jetzt auch nicht mehr. So. Tu mir den Gefallen und iss ein bisschen Salat. Nein. Morty, halt ihre Arme fest. Rick, du hältst dir den Mund auf. Nein, ihr Ernährungsberater.
Was? Was? Pass auf, dass sie dich nicht so doll beißt, Brick. Wenn sie Blut leckt, haben wir ein Problem. Was? Leute, was geht da mit Tiny Tina und den anderen vor? Aber manchmal würde ich da gerne daneben sitzen und sehen, was da gerade für eine Party abgeht, aber das wäre ein bisschen too much. Okay, auch hier gehe ich wieder mal ganz kurz in die Optionen vorher. Sicherheitshalber. Alles tut die. So. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Irgendwann hatte ich das so. Ja, wenn Grafiker mal einfach keine Lust mehr haben. Gamerwood? Ja? Hier so der Klassiker, ne? Wenn Grafiker einfach mal keine Lust mehr haben. Hier so diese... Was soll man da noch sagen, ne? Naja. So. Warte mal, hier war doch der... Fake-Geek-Typ, glaube ich. Und jetzt bin ich überfragt, weil hier was auftaucht. Mach ich das. Zuschlagen. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann war doch hier irgendwo, genau, der Fake-Geek-Typ. Nein, das war noch in der Map zuvor. Ach, hier mir keinen Scheiß. Oder was war das? Warte mal. Fake-Typ. Ach ja, wir müssen ja noch zu Talk. Wir müssen ja noch zu Mr. Talk. Wir können gleich wieder hierher. Das ist unsterblicher Wald. Okay. Nochmal ganz kurz. Nach Flame Rock Refuse. Excusez-moi. Hab ich nicht dran gedacht. Wir müssen auch noch zu Mr. Talk. Wegen dem. Ja, wegen dem Iridium-Ding. Gebumse da. Ich hab den totalen Waschbrettrücken. Ach nee, Quatsch. Hier. Irgendwas hier in diesem Bereich. Moment. Fake-Typ halt, ne? Du weißt ja. Ach stimmt, das war... Ach Gott. Das war diese blöde Sache. Tut mir leid, Leute, wenn ich das so sage, aber es ist, ja. Nicht gerade meine Lieblingsaufgabe, darüber zu fahren. Man könnte es schon eine körperliche Qual nennen. Okay, Gamerwood ist gerade AFK, offensichtlich. Ich bin wieder da, Okay, der ist offensichtlich nicht AFK, aber zumindest gameplaymäßig gerade ganz aktiv AFK. Und das macht keinen Sinn, die Aussage, aber hey. Oh, ich hab den Controller gesetzt. So. Ruckel, ruckel. Grandios. Ja, ich wollte gerade sagen, man hat ja kein Leben und kein Schild dazu, komischerweise. Okay. Ich sage, wenn man kurz mal auf Escape drücke, dann grandioserweise geht es wieder nachträglich was. Jetzt muss ich nochmal kurz auf Option bei Grafik gucken, aber nee, da läuft auch alles. Gut. Grandios. Es ruckelt schon wieder. Okay, grandioser. Geht da gerade ein bisschen fest. Ach, grandios, und jetzt. Oh, nee.
Bitte, bitte nicht. War gerade komplett weit. Was denn heute los? Keine Ahnung, also. Jetzt bewegt sich alles wieder. Okay, Leute, sorry. Also, falls man mich noch gehört hat, ich war gerade leicht verwirrt. Und vielleicht hat man es auch mitgekriegt, wie gesagt, das ganze Aufnahmeprogramm war komplett weiß. Also, ich will ja nicht kleinig sein, aber ich bin ziemlich klein hier. Okay, Spaß beiseite. Finde erste Frage. Ja! Mr. Talk, welche Uniformfarbe zeigte in der Echo-Show Space Journey in Space an, dass ein Besatzungsmitglied wahrscheinlich von einem Thrag gefressen würde? Korrekt. Was ist die nächste Frage, Abenteurer? Warum verplempern wir hier unsere Zeit? Weil du ein Muskelprotz bist. Wir müssen sicherstellen, dass du nicht bloß tust wie ein Geek, weil das gerade angesagt ist. Er entkommt! Schnappt ihr euch! Frage 2. In der Echo-Buchreihe King of Jewelry musste der rechtmäßige König etwas neu schmieden lassen, und zwar sein Schwert. Korrekt. Weiter zur letzten Frage. Ich wüsste nicht mal die Antworten auf solche Fragen. Ihr benehmt euch jetzt aber echt ausgerastet. Hör mal, als ich klein war, haben die Jungs mich aus zwei Gründen gehänselt. Wegen meiner Tattoos und wegen Bunkers and Badasses. Ich hab für meine Geekigkeit gelitten. Ich lass dich doch jetzt nicht in meine Kultur eindringen, bloß weil sie heute cool ist. Heilige Skag-Scheiße! Zu viel Wut unterdrücken müssen, was? Letzte Frage. In der 23. Folge der 15. Saison der Blue Box Adventures, wie lautet der Name des Schiffes, das die Blue Box entführt? Ich weiß es nicht. Oh, so ein Pech-Talk. Sieht aus, als wärst du doch kein echter Geek. Alles, was mich interessiert, sind Zeit. Ihr seid echt die Besten. So war mich meine Mama Mr. Talk getauft hat. Moment. Dein Vorname ist Mr. Talk und dein Nachname? Flexington! Tja, das wissen wir auch schon seit dem Mr. Talk DLC, was ich natürlich auch erfolgreicherweise durchgemacht habe. Uff, und das war echt lange. Ja, oder mit der. Ich hab voll die nächste Mission. So.
Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Grotte und nicht lang über den Wald. Ja. Ohne die Königin bleibt diese Welt in Unsicherheit gefangen. Falsche Richtung. Ich vermisse die Königin. Ihre Schönheit ließ die Welt erstarren. Ich hab Questzeit, dummes Schlumpf. Ein gefährliches Monster, das ihr killen sollt. Versteckt euch in der Nähe. Okay. Einsatzbesprechung. Wir müssen in die Festung nach Kampf. Kann sich nur um Sekunden handeln, Leute. Keine Sorge. Ist meist so. So, Lair of Infinite Agony. Was für eine Ironie. Stellt mich so gleich. Was? Warte, ich muss noch Mission umstellen. Achso, ja, genau. Wo ist es denn? Ah, schade. Das hat jetzt nicht hingehauen. Jetzt hat's. Gut. So. Diese ganzen Türen wieder öffnen ist so nervig, Leute. Zeit für Roboter-Action! Autschi. Ich muss dir unbedingt einen extra Arm bauen. So, und jetzt öffnet sich das hier, nachdem man die eröffnet hat. Okay, geht's nach unten? Respekt für den Robot! Ihr werdet sterben. The Ringed Storm kommen wir jetzt. Oder nach The Ringed Storm. Übrigens, es gibt keine direkte Reise hier. Merkt euch das gleich im Hinterkopf. Es ist schade drum, aber ihr würdet sonst kein Iridium dafür abdrücken. Und das wollen die Entwickler nicht. Ihr sollt immer mindestens 8 Iridium abdrücken. Nur macht euch bereit für den Showdown. Normalerweise würde ich für euch jetzt ein arschlautes Gitarren-Solo hinlegen, aber ich will eure Konzentration nicht stören. Also mache ich das ganz leise. Ach, Mr. Torque. Jeder Charakter hat so seine eigene Sache, wofür man ihn einfach lieben muss. Halten wir das einfach mal fest. Oder wie siehst du das, Gamerwood? Ja. Ich will nicht springen. Wie jetzt? Springen? Hab ich was übersehen? Ah, ich bin gestolpert! Aua! Wo sind wir hier? Du hast gesagt, wir gehen in ein Restaurant. Das ist kein Restaurant. Oh. Wir stehen auf der Pizza. Warum geht denn die Pizza dann aus? Okay, Spaß beiseite. Oh verdammt! Da! Moment, ich hab ja ganz vergessen, ich wollte ja flüstern! Entschuldigung. Das sollte relativ schnell gehen. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der letzte? Ach, da vorne! Den habe ich gar nicht realisiert. So, und ab in die Mitte! Oh Gott, da kommt viel zu viel sonst raus. Okay. Am besten immer in die Mitte stellen, dann habt ihr das größte schon eingesammelt an Geld. Und könnt dann den Rest nur noch ja per Knopfdruck einsammeln. So wie Iridium, Skins und andere etwaige Sachen. Den Großteil hieraus werde ich wahrscheinlich schon haben an Skins.
Weil ich die schon wie oft mit dir gemacht habe, Game Award? So rund um die 80 Mal gefühlt? Keine Ahnung, wie oft. Sehr, sehr oft. Auf jeden Fall habe ich meine 200 Iridium jetzt schon erreicht. Und wie ihr seht, es hört nicht auf. Wir enden wahrscheinlich bei 300 oder so im Groben. Was ganz selten mal vorkommen kann, ist, dass ein 4er Iridium-Regen rauskommt. Das heißt, diese 4er Barren Iridium als flächenbedeckende Menge hier. So, aber den Rest nehme ich nur noch als Geldquelle mit. Und ansonsten sollte es das gewesen sein von dieser Quest. Ja, also wie gesagt, diese Quests dauern im Normalfall länger. Nein, ja, wir sind ja noch den ganzen Blut drauf. Ja, aber normalerweise dauern diese Quests länger, weil Schwierigkeitsgrad bin ich ja schon höher, ihr wisst es ja. Aber dennoch solltet ihr euch das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, Inventarplatz ist jetzt voll, hier liegen noch drei Sachen, wer will, kann sich greifen. Aber braucht er niemand. Unbedingt. Sondern erst in den späteren Schwierigkeitsgraden. Da wird es dann wieder relevant. Ja, er macht hier schon mal fleißig wieder Kisten, Metal. Ich belebe Kisten. Am meisten Spaß macht das so, Leute. Ihr lauft hier im Kreis. Immer so gegenseitig. Und bringt euch die gegenseitig zu. Und natürlich ist es immer am besten, wenn da Iridium bei rumkommt. So, und wie gesagt, ja, 260 sogar schon, also man kann hier ganz gut Iridium farmen an der Stelle. 260, ich hab schon wieder die Max-Werte. 2, ja. 260, ja. 500. Genau, das ist ganz schön, dann kannst du hier die ganzen Kisten ja öffnen. Mit deinem, ach so tollen Wert. Y. So, und man kann dann immer gucken hier, also. Gut, aber das ist jetzt auch bei dem Schwierigkeitsgrad nicht wirklich was Tolles. Das heißt, wir rennen so schnell wie möglich zum Anfang der Map. Ich verkaufe meinen ganzen Kletterdutch und. Boah, dann machen wir uns. Kammerjäger so wohl? Genau, das müsste eins hier sein und eins da drüben, wenn ich mich nicht täusche. Warte, ich hole erstmal das da drüben. Ja, natürlich verkacke ich den Sprung. Ist ja der Klassiker bei mir. Nee, könnt ihr wirklich den Gamer Wood fragen. Das ist so der klassischste Sprung, den ich immer verkacke. Nur wegen diesen einen Gitter. Hey, wo war das Ding denn? Weiß das nicht mehr auf der Rückseite von dieser kleinen Fackel da. Warte mal, ich mach mal einen Long Jump hier so quer rüber. Genau. So, ich bin der Meinung, das war hier. Bloß nicht runterfallen. Nee. Hä? War das nicht hier? Moment. Bitte keine Lost Boy-Aktion von mir. Oh. Das war aber jetzt eine Lost Boy-Aktion von mir. Er ist einmal in den Abgrund gesprungen. Gefallen. Der Boden war auf einmal nicht mehr so fest, wie ich dachte. Gut, dann spare ich offensichtlich mir das Laufen. Mein Königreich für eine Waffe. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz reingehen, um mir noch das besagte. Entschuldigung. Das besagte Kammerjäger-Symbol zu krallen. Weil das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Übrigens kommt man auch bei bestimmten Bereichen sonst nicht hin. Wobei, mit den richtigen Grenade-Jumps und Co. bestimmt. So. So, sorry an der Stelle, aber... Ja. Ich werde mich jetzt auch auf dem Weg kurz halten. Versteht ihr?
Weil ich mit dem Garnsucker spiele? Kordscheiden? Ja. Okay. Egal! Nimmt mich bitte nicht mal für voll, okay? So. Ey, dieser Haufen mit diesem Riesenschwert drin, der macht mich fertig, Leute. Okay. Somit sind wir gleich wieder an der Stelle, wo ich halt den Sprung verkackt habe. So. Ja, er macht sich einen großen Witz draus. Was war hier eigentlich noch? Das war nur eine weitere Aussicht zur Arena. Ich komme noch schnell. Okay. Kein Wort verstanden, muss ich mal festhalten. Ach so. Okay, grandioserweise finde ich jetzt gerade keins der Kammerjäger-Symbole. Oh, aber ich sehe gerade eins der besten Easter Eggs überhaupt. Nämlich die Giant Mimic. Oder zumindest das, was eine Mimic wird. Einfach das Schönste, was man hier drinnen beobachten kann in dem DLC. Da legst dich nieder. Oh. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist ja mal interessant. Die Kisten sind ja erst aufgetaucht, als der sich da niedergelegt hat. Hm. Das ist was Neues. Das hatte ich noch nie so bemerkt. Was machst du? Es gibt's auf dieser Map. Das weißt du nicht mal? Warte mal. Das wundert mich jetzt aber. Gibt's das Easter Egg, dass dann so eine Riesenmimik. Eine Riesenmimik gegen einen Riesengolem, Steingolem kämpft. Und was ich aber nicht wusste, dass da Kisten auftauchen dann bei dem Turm. Also. Boah. Wieder mal Sachen, die man so nicht wissen konnte. Okay, dann kann ich nicht hoch. Grandios. Aber irgendwie bringt mich das auch nicht wirklich zu irgendeiner Art Kammerjäger-Symbol, leider. Es tut mir leid, Leute, dann kann ich mir das weitere Herumsuchen sparen. Dann würde ich sagen, geht's einfach ganz stinknormal zurück, ne? Schade drum. Wenn ich dann bitten dürfte, Maestro, du darfst grandioserweise reisen. Durch die Bar. Ist verschlossen. Nichts gesagt. Sorry.